Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu To The Moon. Ja, Freunde, letztes Mal, wie ihr es schon sehen könnt, wurden wir Zeugen der Hochzeit von Johnny und River. Äußerst schöner Moment, die Szene im Leuchtturm war herzerweichend mit der Musik, anders kann man es einfach nicht sagen. Und nun ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem letzten Memento-Link, um weiter zurückzukommen. Aber schauen wir uns doch noch ein paar der Gäste an. Okay, das geht schon mal nicht. River und Johnny können wir leider auch nicht ansprechen. Das war die Mutter. Ich bin so stolz auf Joey. Das war sein bester Freund. Okay. Vielleicht müssen wir nochmal zurück zum Leuchtturm, Freunde. Schauen wir mal. Oh, oder hier runter. Wie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe und bin mir nicht mehr ganz über alles im Klaren, was da vor sich geht. Oh ja, da unten steht schon wieder Johnny. Ich glaube, wir sind richtig. Diese ganzen Memory-Blasen hier. Echt super. Oh, was ist da los? Was ist das denn? Da kann man nichts machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Oh. Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Wer weiß. Warum sollte sie sich in der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay, ich denke mal, damit haben wir auch... River, komm schon. Wir sind zu spät dran. Damit haben wir auch unseren Memento gefunden. Volltreffer. Toter Hase. Ja, sowas kann schon ein einschneidendes Erlebnis sein unter Umständen. Aber so dermaßen? Na gut, die menschliche Psyche ist sehr komplex. Da gibt's sehr viel, das man dann eventuell nicht verstehen kann. It's Puzzle Time! Dun, dun, dun. Oh, die Musik ist so schön. Okay, ideal sind 3. Gehen wir das logisch an. Aha, hab's schon. Sehr schön. Aber ihr seht schon, Freunde, wir müssen jetzt allen Platz ausnutzen. Oh ja! Sehr schön. Gesamt 78. Und aktivieren. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey! Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. What? Und dann Jahre später fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Ist übrigens kein Bug, was ihr seht, er steht nur in ihr drin. Oder was weiß ich, irgendwas ähnlich wichtig-turkisches. Coole Story, Neil. Dankeschön. Überhaupt nicht ironisch gemeint, ne? So. Oh. Armes Ding, was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Ey. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von dir verschwinden. Yeah, wir sind wieder Watts. Sehr schön. Ich liebe Watts. Und ihr, denke ich mal auch, oder? Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare runter, wie ihr die beiden Charaktere findet. Oh, ein Pferd. Schreibt mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Hihi. Oh, oh, Watts, was hast du vor? Wow! Lass es sein. Oh ja, lass es lieber sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten?
Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Oh oh. Hüa! Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Oh Mist! Das ist nicht gut. Ah, nun tu doch was! Steh nicht so blöd in der Gegend rum, hol mich hier runter! Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Dr. Watts als Notiz. Was steht denn drin in der Notiz? Wo ist er? Dr. Neil Watts. Top Trottel. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Super, ja. Ich denke, ich habe die Frage gerade eben zur richtigen Zeit gestellt, wie ihr die Charaktere mögt, oder? Aber jetzt lassen wir erstmal dieses schöne Blumenfeld auf uns wirken. Und versuchen, den weiteren Verlauf hier zu entdecken mit Eva Rosalie. Oh, da ist noch ein Pferd. Da sind Johnny und River. Na, ich denke mal, Watts kann erstmal ein bisschen warten, oder? Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie allein geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh, oh, oh. River! Worauf wartest du? Komm schon. Hey, warte auf mich. Ich frage mich, ob Neil schon vom Pferd heruntergekommen ist. Eva! Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Na? Ach, zum Maiskolben damit. Yes. Hab auch mal ein bisschen Spaß, Eva, Mensch. Aber ich glaube... Ah, schön. Wir müssen Neil einholen. Wo ist er? Da rennt er rum. Moment, gleich haben wir dich. Bleib hier. Okay, das war aber nix. Oder wir müssen den beiden hinterher. Neil, bleib doch mal stehen. Das ist ein blaues Pferd, hä? Neil! Eva, rette mich! Volltreffer. Ich danke dir! Autsch. Na, wo ist er? Hier, dieses Momentum wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich nicht nochmal auf dieses Pferd. Geh du besser uns die restlichen Memory Links besorgen. Okay. Was ist das? Sieht aus wie eine Tasche. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch so finden, Freunde. Vielleicht einfach mal durch die anderen durchreiten? Ah, das sind ganz viele andere noch auf der Koppel. Jetzt, River. 1. So, wir müssen Johnny nochmal finden. Wo ist er denn? Ah, das ist nur ziemlich leise. Ich dachte gerade, schade, dass man die Galoppiergeräusche nicht richtig hört. Aber die sind einfach nur ziemlich leise im Vergleich zur Musik. Ja, Freunde, der Soundtrack. Ich komme aus dem Schwärmen einfach nicht raus. Das ist so der Hammer. River? Wo ist Johnny? Wo bist du, Johnny? Johnny, Johnny, Johnny. Johnny Boy. Ups. Springen. Springen! Na, willst du heute nicht. Oh Mann. Oder gibt's hier noch andere Sachen, die ich gerade übersehe? Johnny! Ach, Johnny, wo bist denn du schon wieder? Ich hab das Gefühl, ich renn down an dem Kerl vorbei. Einfach schönes Szenario. Das Mapping ist klasse, finde ich, durchgehend. Also, da kann man echt nichts sagen. Da wurde der...
RPG Maker XP richtig schön ausgenutzt. Oh, oh, oh. Ah, das ist eine River. Oder sind es beide? River, was hat Johnny gelassen? Ich weiß nicht, wo ich weiter muss. Blume. Nein. Nein, nicht da. Das gibt's doch nicht. Warte mal, vielleicht auf die Straße? Können wir da runter? Moment. Oh, ich bin so ein Idiot. Freunde, wir hatten schon alles. Warum auch immer. Naja. Tut mir leid. Weiter geht's. So, Puzzle Time. 4 Stück sind ideal. Schauen wir mal. Ich finde es so schön, dass sie die Musik immer drin lassen, die aktuell gerade läuft. Weil die ist richtig schön gerade. Okay, schauen wir mal. Wenn ich das hier drehe. Ha, warte mal, wenn wir das hier drehen. Ha, das ist es. Haha, immer querdenken, Freunde. Yes! Eine Handtasche ist das. Lass uns nie wieder darüber sprechen, was hier gerade passiert ist. Auch ich fand's eigentlich witzig. Und weiter geht's. Bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Sieht aus wie eine Arztpraxis oder sowas. Die Diagnose steht fest. Ja. Wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Ist doch ein Mann, oder? Ja. Leider. Und dieses Schicksal teilt sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind. Kommt die Diagnose spät. Leider kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte sie vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns aber nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Warum so steril, Mensch? Meine Güte. Nun, sie könnte sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Johnny ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich... lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Ah, deshalb die Pferde. Schön. Finde ich es eine schöne Art und Weise,
Auch gerade für Kinder. Ich hab's dir doch gesagt. Finde ich, ist eine schöne Art und Weise. Therapietechnisch auch gerade für Kinder. Da gibt's ja auch in den USA so einige Sachen wie Delfintherapie und eine ganze andere Menge Sachen, die ich richtig, richtig toll finde, dass es die Möglichkeit gibt. Es ist schade, dass es meist immer so teuer ist von dem Ganzen und teilweise dann ja eigentlich auch nicht finanziell von Krankenkassen unterstützt wird. Aber eine unglaublich tolle Erfahrung für Kinder, finde ich. Und ich finde, davon soll es einfach viel mehr geben. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare runter, wie ihr zu so speziellen Therapien steht gerade. Mit Tieren, Erfahrungen für Kinder, auch für Erwachsene kann es schön sein. Also schreibt es mal in die Kommentare runter. Na, da haben wir ein ganzes Stück jetzt mal mehr erfahren. Wir sind jetzt am Anfang der Diagnose. Und Freunde, wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von To The Moon. Rock your life, everybody. Cheerio.